Wir starten unsere Flusskreuzfahrt in Frankreich. Und sind mit dem Zug am Bahnhof in Avignon angekommen. In den schmalen Gassen von der Altstadt finden wir ein kleines Hotel. Von dort aus machen wir uns auf den Weg, das Schiff zu finden. Am Hafen von Avignon haben wir es dann entdeckt. Zunächst schauen wir es uns aus der Ferne an. Und dann von innen. Auf dem Superschiff Catherine werden wir eine wundervolle Woche erleben. Wir haben noch die Gelegenheit, durch die engen Gassen von Avignon zu schlendern, bevor das Schiff ablegt. Nach einem herrlichen Tag verbringen wir unsere erste Nacht auf dem Superschiff Catherine. Mit einem kleinen Spaziergang finden wir die Burg Tarascon, die im 15. Jahrhundert gebaut wurde. Wir stechen wieder an See und lassen Tarascon hinter uns. Während der Fahrt können wir das Schiff erkunden. Wir legen noch einmal in Avignon an. Beim Schlendern durch die engen Gassen kommen wir zum Wahrzeichen der Stadt. Die Brücke von Avignon und der Papstpalast gehören zum UNESCO-Welterbe. Wir machen noch einen Ausflug mit dem Kajak zur Pont du Gard. Dieses Viadukt ist ein alter Kanal für die Wasserversorgung aus der Römerzeit und ist 2000 Jahre alt. Zurück auf dem Schiff geht es flussaufwärts. Wir passieren mehrere Schleusen. Das Schleusen kann bis zu einer halben Stunde dauern.
Heute legen wir in Vevier an. Vevier ist eine mittelalterlich geprägte Stadt am rechten Ufer der Rhön. Der historische Stadtkern ist ein bedeutendes Kulturdenkmal der Region und ist Bischofssitz seit dem 5. Jahrhundert. Der Aufenthalt ist kurz und wir cruisen weiter flussaufwärts. Das Restaurant ist noch für die Vorbereitung für die Gäste geschlossen. In der Kabine überlegen wir uns, was es wohl Feines geben wird. Wir fahren weiter in Richtung Thon-l'Hermitage. Das ist ca. 80 Kilometer südlich von Lyon. Der kleine Ort lebt im Wesentlichen von der Weinherstellung und zunehmend auch vom Tourismus. Also, machen wir uns auf den Weg und erkunden die Gegend. Der Fluss, die Rhön, wird von der Hängebrücke Passerelle-Marc-Séguin überspannt. Marc-Séguin, geboren 1786, ist als Konstrukteur von Hängebrücken und Dampflokomotiven in die Technikgeschichte eingegangen. Wir sind in den Weinbergen angekommen und diese laden uns förmlich zu einem ausgiebigen Spaziergang ein. Übrigens, den köstlichen Wein aus der jeweiligen Region gibt es auch an Bord. Wir fahren bis spät in die Nacht und legen in Lyon an. Am nächsten Morgen erblicken wir neben Paris und Marseille die drittgrößte Stadt von Frankreich, Lyon. Weithin sichtbar thront die Basilika Notre-Dame des Fourfoyers über Lyon auf dem Gipfel des Bergs Fourfoyer. Die Altstadt Lyons und Teile der Halbinsel Lyons wurden 1998 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Die Lyoner Gastronomie genießt weltweiten Ruf.
Die Lyoner Küche ist eine einfache, aber feine Küche und bezieht ihre Produkte aus der Region, wie zum Beispiel Forelle aus den klaren Flüssen der Alpen oder auch Hecht, Aal und Karpfen aus vielen Seen. Pardon, je ne comprends pas, je ne parle pas le français. In den über 4000 Restaurants in Lyon findet sich bestimmt etwas für jeden Geschmack. Am Abend kommen wir nach einem schönen Spaziergang in der Stadt zurück aufs Schiff. Wir genießen den Abend auf dem Schiff und am nächsten Morgen geht es weiter zu einem Tagesausflug nach Mâcon. Mâcon ist eine kleine Stadt mit ungefähr 34.000 Einwohnern und liegt 60 Kilometer nördlich von Lyon. Die Steinbrücke Pont Saint-Laurent geht bis ins 11. Jahrhundert zurück und diente durch eine besondere Technik als Verteidigung. Die Fußgängerzone bietet mit vielen kleinen Geschäften die Gelegenheit zum Shoppen. Und dann geht es nach einem kleinen Aufenthalt zurück nach Lyon. Das ist unsere letzte Nacht in Lyon, aber wir hatten noch ein Captain's Dinner auf dem Schiff. Am letzten Morgen in Lyon machen wir uns auf den Weg zum Bahnhof. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen nach einer wundervollen Woche.